Schwerpunkte haben sich herauskristallisiert nach verschiedenen Besuchen hier und Gesprächen mit verschiedenen Personen, nicht nur hier in Tunesien, aber natürlich schwerpunktmäßig zu dem Zeitpunkt, aber auch mit den Organisationen, mit denen wir schon länger arbeiten, in Ägypten. Und dann bringe ich natürlich noch Erfahrungen oder in dieser Hinsicht aus Palästina mit. Wir hatten Gespräche mit Leuten aus Marokko. Vor dem Hintergrund, dass es zumindest seit 2011 große Versprechen gibt oder Bemühungen gibt, seitens der internationalen Geber, den Arabischen Frühling zu unterstützen, die Demokratiebewegung hier zu unterstützen, haben wir doch sehr viel Kritik auch daran gehört in diesem Prozess, daran, wie der läuft, was hier genau unterstützt wird. Und wir haben diese Kritik aufgegriffen und ihn sozusagen zu unserem wesentlichen Schwerpunkt gemacht. Wir schauen uns also an, wie sich denn diese, besonders die neuen auch, europäisch-nordafrikanischen Beziehungen tatsächlich auswirken. Also wie wirkt sich der Anstieg von internationalen Investitionen aus? Wie wirkt sich Schuldenpolitik aus? Was damit einhergeht? Die ganzen Aufforderungen der Kreditgeber, hier die Sozialpolitik zu verändern, Subventionen abzubauen und so weiter, die sind bei uns im Fokus. Was wir heute machen, ist ein dritter Punkt sozusagen, der sich auf den Austausch unter fortschrittlichen Kräften in der Region bezieht. Mhm. Das ist nämlich ein Punkt, der mehrfach genannt wurde, dass der Austausch, also nicht nur unter linken Parteien, sondern insgesamt unter Organisationen, die sich als fortschrittlich bezeichnen und nicht unbedingt in einer Linkspartei organisiert sind. Das ist, würde ich mal sagen, die Mehrheit der Linken ist nicht so organisiert hier in dieser Region. Und dann gibt es eben diese Kritik, dass die nicht organisierte fortschrittliche Kräfte zumindest national sehr isoliert sind. Es gibt aber auch Kritik von innerhalb der Linksparteien, dass sie internationalen oder regionalen Austausch vermissen, der eben oft nur in Bezug auf Generalsekretäre besteht vielleicht, aber untereinander gibt es keinen inhaltlichen Austausch. Und das wollen wir eben fördern. Also der Bedarf wurde mehrfach festgestellt von Linken aus verschiedenen Ländern, und mit unseren Möglichkeiten können wir eben diesen Austausch befördern. Wir kooperieren natürlicherweise, könnte man sagen, mit verschiedenen Parteien, die sich der Linken zuordnen. Unter dem Oberthema eben, oder den zwei Oberthemen, politische Bildung insgesamt, aber im Wesentlichen dann auch Wirtschaftspolitik. Also mit der Volksfront, mit diesem Parteienbündnis Volksfront hier, ein Zusammenschluss von 11 linken, verschiedenen Linksparteien, bearbeiten wir auch Thema alternative Wirtschaftspolitik. Der zweite Punkt ist eben der Austausch von Thinktanks, von Organisationen oder Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema alternative Wirtschaft, Kritik an EU-Politik hier in der Region beschäftigen. Ne? Forschung kostet ja Geld und Zeit, und wir fördern dann aber auch den Austausch. Das Projekt Wissenschaftskooperation ist Neuland für die Stiftung. Das ist sozusagen ein Pilotprojekt, das hier am Büro in Tunis aufgehangen wird, und es unterstützt thematisch das Programm, das ich vorher schon umrissen hatte, nämlich die Auswirkungen der europäisch-nordafrikanischen Beziehungen auf Nordafrika speziell, in der Hinsicht, dass die Durchsetzung liberaler Wirtschaftssysteme hier natürlich auf verschiedenen Ebenen läuft, und da darf man die Wissenschaft nicht ausgrenzen. Es wird natürlich hier von verschiedenen Stellen auch Wissenschaftsförderung betrieben, in dem Sinne, dass hier Wissenschaftler ausgebildet werden, um eben die Marktöffnung, die hier erzielt werden soll, die Anbindung an den europäischen Markt oder die Schuldenpolitik, die hier verfolgt werden soll, wissenschaftlich zu unterfüttern. Da wollen wir mit diesem Projekt einen Gegenpol setzen. Sozusagen kritische Wissenschaftler, speziell Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausbilden und mit ihren Counterparts in Europa vernetzen. Mein Wunsch deckt sich da bestimmt mit dem meiner Kollegen und Kolleginnen in anderen Rosa-Luxemburg-Stiftungsbüros. Und zwar der, dass es uns ermöglicht wird, die Inhalte, die wir hier erarbeiten, und die Kontakte, die wir hier aufbauen und pflegen, dass wir die Stärke auch sozusagen nach Deutschland transportieren können. Ja, dass wir darstellen können, was wir hier machen. Das ist aber im Rahmen unserer Förderung bisher nur sehr, sehr eingeschränkt möglich.